Was Uthman gemacht hat, ist, um einer Verfälschung vorzubeugen, dass sich irgendetwas verbreitet, was dann plötzlich als Koran akzeptiert und ein Streit darüber entsteht, beziehungsweise, dass es von der Allgemeinheit der Muslime akzeptiert wird, weil Leute persönliche Manuskripte hatten, hat er befohlen, dass alle persönlichen Manuskripte verbrannt werden. So, und dass dann, damit keine Fehler, damit sich nicht etwas Falsches unter die Muslime verbreiten kann, allgemein, dass von dem Ur-Koran sozusagen, den Abu Bakr nach dem Prophet, wo die ganzen Schreiber des Propheten, unter anderem gehörte dazu Zayd ibn Thabit, Abu Bakr war selber ein Schreiber, Umar war ein Schreiber, Uthman war ein Schreiber, Ali war ein Schreiber, wo er die Schreiber zusammengeholt hat und die Leute, die ihn auswendig konnten, zusammengeholt hat, um das Buch, um sicher zu gehen, dass kein Fehler reinkommt. Von diesem Buch hat er dann Kopien in die islamischen Zentren geschickt.